Hallo und Servus, liebe Trader. In diesem 5-Minuten-Video-Coaching möchte ich euch den neuen TraderFox Messenger vorstellen. Dort seid ihr immer bestens informiert und könnt euch mit anderen Tradern austauschen. Und ich zeige euch in diesem Video, wo ihr den Messenger findet und welche Möglichkeiten euch dort genau zur Verfügung stehen. Dazu wechseln wir zunächst auf den Trading Desk auf traderfox.com. Wichtig ist, dass ihr über einen Account verfügt und euch auch schon eingeloggt habt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass es neben dem Raketensymbol jetzt auch das TraderFox-Symbol gibt am Trading Desk. Und wenn ihr mit dem Cursor darüber fahrt, dann öffnen sich euch die neuesten Tools, die von uns entwickelt wurden. Unter anderem gibt es hier die Möglichkeit, schnell und einfach einen weiteren Trading Desk zu öffnen. Ihr könnt euch hier direkt zur Kontaktseite verlinken lassen, um Fragen bezüglich der Abo-Verwaltung oder des Software-Supports zu stellen. Aber ihr findet hier eben auch den erwähnten TraderFox Messenger. Diesen könnt ihr hier einfach öffnen und dann werdet ihr sofort zur entsprechenden Seite weitergeleitet. Aktuell kommen hier immer wieder nützliche Funktionen neu hinzu. Es gibt hier zum Beispiel das Forum, hier könnt ihr euch einfach mit anderen Tradern austauschen. Wir sehen aufgrund der roten 1, hier gibt es eine ungelesene Nachricht. Ganz neu hinzugekommen ist auch die Funktion Aktien im Gespräch. Hier seht ihr die zuletzt getätigten Posts, wie viele Beiträge es hierzu gibt, beziehungsweise wie oft der jeweilige Chart auch kommentiert wurde. Ihr könnt hier auf die heutigen Aktien beziehungsweise auf bis zu 4 Wochen zurückgreifen und je nachdem, wo die meisten Kommentare vorhanden sind, erfolgt ein Ranking in absteigender Reihenfolge. So habt ihr die Möglichkeit, immer interessante Trading-Chancen zu finden und euch auch diesbezüglich mit anderen Tradern darüber auszutauschen. Ihr könnt auch hier ganz einfach auf die Premium-Gruppen zugreifen. Wenn ihr zum Beispiel die Neo-Davos-Strategie verfolgt, dann findet ihr hier gleich die entsprechende Chat-Gruppe und seht dann immer die letzten Kommentare. Ihr habt dann immer die Möglichkeit, eine Sortierung nach der Aktivität vorzunehmen. Das heißt, mit dieser Variante seht ihr immer ganz oben die neuesten Beiträge. Optional dazu könnt ihr auch die Charts nach der ursprünglichen Postingzeit ordnen. Wenn ihr selbst einen Chart kommentieren wollt oder euch mit anderen Tradern austauschen wollt, dann könnt ihr einfach auf eure zuletzt gespeicherten Charts zugreifen. Hier funktioniert das Ganze einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion. Ihr nehmt einfach das entsprechende Symbol, führt es über das Textfeld und schon wird der Chart angezeigt. Anschließend könnt ihr einfach euren Kommentar eingeben und das Ganze dann mit dem roten Symbol abschicken. Angeboten wird euch hier auch der Zugriff auf eure eigenen Kurslisten. Das heißt, wenn ihr hier speziell eine Reihe von Aktien vorstellen möchtet, dann könnt ihr diese wieder einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion nach demselben Prinzip teilen und somit erlaubt ihr dann auch den anderen Tradern den Zugriff auf diese Kursliste. Dieses Prinzip könnt ihr bei allen verfügbaren Gruppen anwenden. Ihr seht hier auch unter Mitgliedschaften, bei welchen Gruppen ihr gerade dabei seid, findet auch speziell Personen, denen ihr folgt. Zum Beispiel könnt ihr hier auf das Profil von Simon zugreifen. Hier gibt es auch nahezu täglich interessante Kommentare. Und wer es noch nicht kennt, hier gibt es immer die Folgen- und Entfolgen-Funktion. Wenn ihr einem Trader folgt, dann werdet ihr immer sofort in Echtzeit über seine neuesten Posts informiert. Zugreifen könnt ihr hier aber auch ganz schnell und einfach auf euer eigenes Profil. Hier klickt ihr einfach auf das Zahnrad-Symbol, ihr könnt hier Einstellungen vornehmen beziehungsweise seht ihr eure eigene Pinnwand, die eigenen zuletzt getätigten Chart-Tweets und unter anderem, wenn ihr auf den roten Fünfer in diesem Fall hier klickt, dann seht ihr auch immer sofort die neuesten Nachrichten, die eingegangen sind beziehungsweise die noch nicht von euch gelesen wurden. Nachdem HipChat seinen Dienst zuletzt eingestellt hat, findet ihr hier nun auch den TraderFox Think Tank. Das heißt, mit dem entsprechenden Abo könnt ihr hier auf die Inhalte zugreifen. Auch hier seht ihr immer anhand der roten Ziffer, ob es ungelesene Nachrichten gibt. Dort findet ihr ja tagsüber immer wieder interessante Entwicklungen und auch Longchancen. Zuletzt seht ihr hier unter Gruppen alle von anderen Tradern erstellten Gruppen, die euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt natürlich auch selbst Gruppen erstellen. Das heißt, hier seht ihr immer, ob es vielleicht interessante Themen für euch gibt, die euch speziell interessieren. Dann könnt ihr euch gezielt dort mit anderen Tradern über interessante Aktien und Strategien austauschen. Ganz oben rechts steht euch noch eine Suchfunktion zur Verfügung. Hier könnt ihr nach Tradern und Gruppen suchen.
Wenn ihr zum Beispiel unserem Redakteur Marvin Herzberger folgen wollt, dann könnt ihr hier den Namen oben einfach eingeben, entsprechend mit einem Linksklick den Trader auswählen und dann dort auf die Folgenfunktion zugreifen. Das waren die wesentlichsten Funktionen des neuen TraderFox Messengers. Wie gesagt, hier gibt es immer wieder weitere Neuerungen, mit denen das Angebot erweitert wird. Es lohnt sich also definitiv hier hineinzuschauen, um sich mit anderen Tradern auszutauschen.